Der Hyundai i30N ist bei den Hot-Hatch-Fans auf große Begeisterung gestoßen. Allein in Deutschland gab es seit Markteinführung über 4000 Bestellungen für das kompakte Hochleistungsmodell. Angestachelt vom Erfolg bringen die Koreaner jetzt die sportliche Optik auch in PS-schwächere Gefilde. Die sogenannte N-Line ist mit einem 140 PS Benziner und einem 136 PS Diesel kombinierbar. Erkennungszeichen sind die vom N-Modell übernommenen Stoßfänger sowie die schwarz eingefassten Scheinwerfer. Außerdem prangt der spezielle N-Line-Kaskadengrill an der Front. Auch technisch wird nachgebessert. Fahrwerk und Bremsen wurden optimiert.